Typische Handbewegung. Jetzt kommen Niki und Willi, diesmal mit einem Samba. Und auch denen haben wir natürlich einen Überraschungsgast ins Training geschickt. Und ich sag's nur dazu, wir haben unseren Überraschungsgästen gesagt, hey, zieh was Bequemes, was Unauffälliges an. Ich sag's nur dazu. Wo ich in der Haltung getanzt habe, war das schon viel lockerer. Ich könnte vielleicht sagen, das war euer bester Tanz. Ich kenne keinen anderen Profitänzer, der mit dieser Methode eine Dame gut ausschauen lassen will. Also ich habe Spaß gehabt beim Tanzen und ich war zufrieden. Vielleicht gewinne ich einmal die goldene Himbeere als Choreograf. Überraschung. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, die Wochen bei der Samba haben wir ganz unerwartet im Training einen Besuch gekriegt. Samba ist eigentlich ein afrikanischer Hochzeitstanz. Und deswegen ist das Becken steht im Fokus, dass das Becken rhythmische Vorwärts- und Rückwärtsbewegung macht. Als Vorbereitung für die Hochzeitsnacht, I don't know. So. Sie ist ja eh noch unverheiratet. Bist du noch? Ja, achso, ich habe jetzt schön. Siehst du, dann kannst du lernen, ein bisschen was. Das ich habe ja schon Gott sei Dank einen heiratswürdigen Mann gefunden und der Hüftschwung passt, glaube ich, auch, weil er will mich heiraten. Also. Um ins Finale zu kommen, ist es wichtig, dass sie eine andere Attitude bekommt. Ja, und deswegen habe ich auch mit ihr die Diva Masterclass gemacht, dass sie einfach weiß, dass man mit wenig Aufwand Ausstrahlung haben kann. So, Step 1. Step 2. Step 3. Der hat da einfach ein bisschen einen Schmäh und einen Charme mit eingebaut. Das machst du jetzt auch mal, Baby. Und ready. And 1, 2, 3. Es war interessant, dass er mal seine Kritiken in Tipps umgesetzt hat. Das war's doch. Und das will ich am nächsten Freitag sehen. Okay.